Liebe Big Community, relativ häufig bekomme ich Patienten nach einem Ohnmachtsanfall zugewiesen. Und eine solche Ohnmacht, medizinisch als Synkope bezeichnet, ist natürlich erstmal ein dramatisches Ereignis, wenn einem einfach mal so plötzlich das Licht ausgeschaltet wird. Dabei sind Ohnmachtsanfälle extrem häufig. Jeder zweite Mensch erleidet während seines Lebens mindestens eine Ohnmacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch du schon mal betroffen warst oder zumindest irgendwann betroffen sein wirst, ist sehr hoch. Aber was geschieht da eigentlich genau in unserem Körper und viel wichtiger, ist das gefährlich? Hör auf dein Herz. Grob gesagt können wir drei große Gruppen von Ohnmachtsanfällen unterscheiden. Erstens die Reflexsynkopen, sogenannte vasovagale Synkopen, zweitens orthostatische Synkopen und drittens die Gruppe der kardialen, also der herzbedingten Ohnmachtsanfälle. Mit am häufigsten und in aller Regel harmlos sind die Reflexsynkopen. Durch verschiedenste Auslöser wie langes Stehen oder starke Emotionen wie Angst wird ein Kreislaufreflex ausgelöst, der zu einer Weitstellung unserer Blutgefäße und zu einem Abfall unserer Herzschlagfrequenz führt. Und dadurch verbleibt dann zu viel Blut in unserer unteren Körperhälfte und unser Herz pumpt kurzzeitig zu wenig Blut. Was ist die Folge? Unser empfindliches Gehirn wird kurzzeitig nicht mehr ausreichend durchblutet und wir verlieren das Bewusstsein. Ebenfalls sehr häufig und auch eher harmlos ist die orthostatische Synkope. Sie tritt bei zu schnellen Positionswechseln auf, also wenn wir zum Beispiel zu schnell aus dem Bett aufstehen. Unser Kreislauf sorgt ja normalerweise durch ein Zusammenziehen der Blutgefäße dafür, dass trotz der vertikalen Körperposition noch genug Blut oben in unserem Kopf ankommt. Wenn wir aber zu schnell aufstehen, dann kann es sein, dass dieser Mechanismus nicht mehr schnell genug hinterherkommt. Es verbleibt dann zu viel Blut in der unteren Körperhälfte. Die Folge kennt ihr jetzt schon. Es kommt zu einem kurzfristigen Abfall des Blutdruckes in unserem empfindlichen Gehirn und wir werden ohnmächtig. Die dritte Gruppe sind die kardialen Synkopen, also die herzbedingten Ohnmachtsanfälle. Und diese sind zum Glück deutlich seltener, dafür aber auch potenziell gefährlicher. Durch Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel einen zu langsamen Pulsschlag, seltener aber auch durch eine gefährliche, schnelle Herzrhythmusstörung, wie sie zum Beispiel im Rahmen eines Herzinfarktes auftreten kann, kann es dann zu einer Verminderung der Pumpleistung unseres Herzens kommen, was dann wieder den gleichen Effekt hat. Durch eine verminderte Durchblutung unseres empfindlichen Gehirns fallen wir in Ohnmacht. Viele, viele Fakten, die ihr jetzt gehört habt. Die entscheidende Take-Home-Message ist die folgende. Synkopen sind sehr häufig und meistens eine harmlose, vorübergehende Störung unseres Kreislaufs. Ihr könnt oftmals sogar lernen, sie durch rechtzeitige Gegenmanöver, wie zum Beispiel hinlegen oder ein Anspannen der Muskulatur noch zu verhindern. Entscheidend ist aber, zusammen mit eurem Vertrauensarzt sicherzustellen, dass es sich nicht um eine herzbedingte Ursache handelt, da diese zwar deutlich seltener, aber eben auch gefährlicher sein kann. Das war's jetzt von meiner Seite. Ich freue mich jetzt über eure Fragen und Kommentare. Bis dahin, bleibt schön gesund, euer Dr. Hart.